Im Falle des verschwundenen U-Bootes ARA San Juan sind die argentinischen Behörden nun auf ein deutsches Unternehmen aufmerksam geworden. Die argentinische Antikorruptionsbehörde überprüft derzeit einen Vertrag zwischen dem argentinischen Verteidigungsministerium und dem deutschen Industrieleistungsunternehmen Ferrostal mit Sitz in Essen. Das berichtet die Tageszeitung Clarín. Inhalt des Vertrages: die Erneuerung der 964 Batteriezellen für den Antrieb der ARA San Juan. Ein anderes deutsches Unternehmen wurde mit der Umsetzung beauftragt. Ob die Erneuerung ordnungsgemäß erfolgte oder dabei womöglich Fehler passierten, ist noch unklar. Die Besatzung habe am 15. November Probleme mit den Batterien gemeldet. Es habe einen Kurzschluss und ein Feuer gegeben, weil Meerwasser über den Schnorchel ins U-Boot und in den Batterietank eindrang. Ein Notruf wurde aber nicht abgesetzt, meldete die Marine. Stattdessen blieb das U-Boot auf Tauchfahrt. Dann brach der Kontakt ab. Von dem argentinischen U-Boot und den 44 Besatzungsmitgliedern fehlt seitdem jede Spur. Wenige Stunden nach Abbruch des Funkkontaktes habe sich laut der Marine im Südatlantik eine Explosion ereignet. Die Chance, die Besatzungsmitglieder lebend zu finden, sei sehr gering. Ferrostal geriet bereits vor 5 Jahren wegen Schmiergelder in den Fokus. Damals soll das Unternehmen lukrative Deals mit U-Booten in Griechenland und Portugal abgeschlossen haben. Auch in Argentinien soll es Bestechungen gegeben haben.